Kamerad General, Sie verfügen ja über mehr Zähigkeit, als ich dachte. Was für ein harter Kerl Sie sind gegenüber Feinden. Tun Sie mir einen Gefallen. Besuchen Sie mich doch mal in Moskau. Dann kann ich mich persönlich bedanken. Bevor Sie weggehen, sehen Sie sich das an. Das ist heute gekommen. Zur Veröffentlichung im Todesfall des Premiers. Wenn Sie dieses Videoband in Händen haben, bin ich mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit schon tot. Ich verliere. Ich weiß nicht, wie ich... Oh, Mütterchen Russland, mir fehlen die Worte. Juri, er hat mich manipuliert und auch umgebracht. Wenn ich jetzt weg bin, haben Sie das Kommando. Schicken Sie dieses Band überall hin. Holen Sie mein Land zurück, um Russlands Ehre und um der Gerechtigkeit willen. Ich denke, wir können zufrieden sein. Juri hat seine eigene Festung außerhalb von Moskau. Und er vermehrt seine eigenen Truppen. Aber die meisten davon unterstehen Ihnen. Nein, nein, nicht sprechen, General. Die hören uns ganz sicher ab. Sollten wir uns nicht mehr hören? Es war mir eine Ehre, Ihnen zu dienen. Gefechtskontrolle aktiviert. Juri wird uns alle vernichten. Er muss aufgehalten werden, egal um welchen Preis. Neue Bauoptionen. Das ist doch mal ein Wendepunkt der Karriere. Erst einmal ein Willkommen zurück zu einem weiteren Teil der kommenden Konquer Alarmstufe Rot 2 Sowjetunion-Kampagne hier in Moskau. Jetzt sind wir natürlich durchaus sehr besser darüber informiert, wie natürlich jetzt der Hase hier läuft. Wir haben somit eigentlich vollkommen zu Unrecht den General Wladimir einstmal gejagt in Washington DC und ihn natürlich verurteilen lassen. Jetzt wissen wir natürlich ja, wie es jetzt genau hier abläuft. Ist natürlich schon so eine wirklich sehr katastrophale Sache schlechthin, dass wir das überhaupt so lange haben zugelassen. Und hier droht natürlich jetzt Juri uns hier ordentlich einzuheizen. Es gibt hier zumindest eine Möglichkeit, wie man dieses Spiel sehr schnell hier durchspielen kann. Also zumindest diese Mission meine ich. Mal sehen, ob das mir hier im Anfang hier möglichst mir gelingt. Was man dazu bräuchte, wäre natürlich, dass man diese zwei Kiros, die man hier zu Beginn hat, gleich von Beginn an ganz nach oben setzt und gar nicht hier auf große Kampf Eigenschaften hier mit eingeht, weil auf die Dauer wird es gegebenenfalls sehr, 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 sehr lastig werden. Und man sollte auch im besten Fall hier nicht unbedingt hier schon eine Atomrakete hier schon baut, die man hier schon in dieser Mission oder eher gesagt ab dieser Mission hier schon mitbauen kann. So, erstmal eine Nachricht. Ich möchte Sie warnen, Genosse General. Juri hat einen eisernen Vorhang errichtet. Dadurch werden seine Truppen erstmal unverwundbar bleiben. Produktion läuft. Ja, dieser eisernen Vorhang, der wird da, also der wird hier gegebenenfalls jetzt sehr stark reinhauen. Also wenn man natürlich hier eine Nuklearrakete hier quasi bauen tut und diese droht auf den Kreml hier mit abzufeuern. Zum einen hält der Kreml hier zwei Atomraketen-Schläge stand und zum anderen werden natürlich jedes Mal dann Kirovs hier auf die Basis dann kommen und das ist natürlich dann nicht so einladend. Zumindest braucht man ja lediglich ja nur dort hier zum Kreml hier dort mit hoch und dort hier den lediglich nur mit zerstören. Das ist ja eigentlich ja nur die Hauptaufgabe. Und wir sehen halt, dass man die Kirovs überhaupt stand. Das wird ziemlich gravierend werden. Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass Sie mich mit dieser Waffenfabrik besiegen können, oder? Das sehe ich anders, Juri. Ich bin ja schon gerade auf dem Weg zu dir. Also, interessant, die Kiros, die halten das sogar noch gerade so stand. Mal sehen, ob natürlich, wie gesagt, hier mein Plan hier aufgeht. Also, man kann diese Mission hier, weiß nicht, innerhalb von 10 Minuten, würde ich jetzt mal sagen, hier zugunsten abschließen. Normalerweise würde man jetzt eigentlich hier zu diesem kleinen vorgeschotteten Posten, der sich quasi mehr nordöstlich befindet, normalerweise würde man ja den ja zuerst hier angreifen und dann zumindest dort alles plätten. Das wäre zumindest Option Nummer 1, aber dann hat man natürlich dann noch ein klein wenig früher als ein bisschen später zu regulieren. Natürlich hat eben das Problem, dass natürlich dann hier die Einheiten dann hier kommen und dich hier knallhart hier plätten wollen.
Produktion ist natürlich schon so eine Sache, deswegen machen wir eher mal so einen kleinen Verteidigungsstellungskrieg hier, so mehr oder weniger. Schicken lediglich unser Kiosk hier mit hin. Hier sieht man so natürlich noch einen Teil der Stadt selbst, sogar nur noch mit einem abgebildeten Friedhof. Also wirklich auf Details wurde hier explizit mit einbezogen. Das sieht man sonst in den heutigen Spielen eigentlich gar nicht mehr, meines Erachtens zumindest. Aber nur gut. Oh, sie haben Verstärkung. Gebäude wunderbar, verlassen. Das kommt sehr gut. Die brauche zwar, also wenn es natürlich mal ein bisschen mehr mit Verstärkung wäre, was natürlich richtig nice. Und ja, wie gesagt, da kommen schon die ersten Einheiten, also mit V3 Raketenwerfer und mit Apokalypse-Panzer kommt sich schon alles hier an und so. Oh, erstmal reparieren, unbedingt reparieren und reparieren. Also mal sehen, was habe ich denn hier so nebenbei mit? Ich würde mal sagen, wir nehmen gleich nochmal dieses Gebäude mit ein. Und oh, hallöchen, das ist ein Bohrturm, da nehmen wir den gleich auch noch mit ein. Zwei Gebäude, die man optional noch mit einnehmen kann, sollte das hier nicht gehen. Und hier sieht man natürlich schon, man kann jetzt eigentlich hier ungehindert hier rein und hier so mehr oder weniger die ganzen Reaktoren hier mit zerstören und ja, somit erstmal einen gravierenden Vorteil erstmal mit ausüben. Also mal sehen. Diese eine Flakkanone, ja gut, die wird gegebenenfalls hier einen meiner Kirovs hier jetzt eindeutig vom Himmel holen. Der zweite, keine Ahnung, wie der natürlich dann nämlich gespickt ist. Einheit verloren. Hoffentlich hält dieser der Stand. Ansonsten muss man natürlich sagen, wird auch diese Mission sehr cancerlastig. Einfach, weil hier gibt es einfach wahnsinnig viele Psy-Trooper. Alleine was hier unten an Psy-Troopern hier durch die Gegend hier rennt, das geht aber gar nicht. Und das wird natürlich dann richtig lästig. Also Einheit hier müsste man dann primär eigentlich auf Flugeinheiten quasi hier im Stoß oder sagen wir mal mehr primär Kirov einhalten, weil dann können die ganzen Psy-Trooper dir mal überhaupt nichts. Ansonsten, wenn du jetzt auf sämtliche Bodeneinheiten gehst, sei das jetzt ja Panzer oder. Na gut, warte, ich glaube Erdsammler und auch die Hunde und Terra-Drohnen, die werden natürlich nicht von dem Psy-Trooper mit beeinflusst, aber ansonsten. Hast du also sehr große Schwierigkeiten, hier überhaupt durchzukommen. Und da ich zumindest jetzt sehe, dass hier keine großartige Energie mehr mit am Start ist, weil es sich schon an den Tesla-Spulen bedeutet, dass es schlicht und ergreifend die Energie ist dort mehr oder weniger nicht mehr existent. Und somit kann ich jetzt einfach mal durch die Hintertür mit reinkommen. Wie gesagt, ansonsten würde man jetzt in diesem kleinen vorgeschobenen Posten hier dann oben hier versuchen auszuräuchern. Gut, die Einheiten, die sind verloren. Schade eigentlich, hätte ich mir ein bisschen mehr anders vorgestellt. Gestoppt. Da kann ich jetzt eigentlich aufhören, hier die Ingenieure noch mit auszubilden, weil es geht ja lediglich nur den Kreml noch mit zu zerstören. Der Kreml, wie gesagt, der kann zwar zwei Atomschläge standhalten, aber ein paar Kirov-Bomben, also so 6 oder 7 Treffer, hält in dieser Kreml nicht stand. Mission erfüllt! Einsatz erfolgreich! So schnell kann es gehen, liebe Kinder! Läuft an sich. Also innerhalb von 6 Minuten und 17 Sekunden kann man quasi diese Mission abschließen, wofür eigentlich 1,5 Stunden dafür normalerweise angesehen sind. Deswegen, schon jetzt kennen Schulkinder den Namen als den des größten Generals, der die Welt je gesehen hat. 50 Gegner brauchte man hier, so gesehen, eigentlich nur zu besiegen. Gut, ob ich gegebenenfalls mal einen Bonuspartner dazu mache, also ohne diesen Rückweg, weiß ich natürlich nicht, ob ich das überhaupt machen wollte. Ansonsten würde ich mal sagen, geht es dann unmittelbar auf in die, glaube ich, letzte bekannte Mission. Weiß ich natürlich noch nicht. Wir werden natürlich mal sehen, ob und wie sich das natürlich damit aushandeln tut. Auf jeden Fall bedanke ich mich erstmal hier fürs Zusehen, für diesen wirklich sehr kurzen Part an dieser Stelle. Wie gesagt, hier seht ihr es natürlich, wie man so etwas machen kann. Wenn es euch gefallen haben sollte, Daumen nach oben, wir stehen jetzt ein Loben und dann sehen wir uns quasi das nächste Mal wieder. Bis dahin, haut rein und macht's gut!